Ja, hallo, grüß euch. Letztens kam ein alter Kollege von mir auf mich zu und hat gesagt, hey Thomas, ich habe dein Video auf YouTube gesehen über das Thema Ablehnung. Falls du das anschauen möchtest, hier oben verlinke ich dir gerne. Und er hat gesagt, okay, habe ich soweit auch ganz gut verstanden, nur wo genau ist da nochmal, kannst du mir das nochmal genau erklären, wo ist da der Zusammenhang zwischen dem Thema Ablehnung und Verkaufspsychologie und Kaltakquise mehr Umsatz machen für mein Business, für mein Geschäft. Und da habe ich ihm gesagt, okay, stell dir mal folgendes Beispiel vor. Ja, du bist jetzt in der Antarktis und lebst dort. Ja, und du wirst dort letztendlich entführt, ja, und wirst einfach in den Schnee reingeschmissen. Ja, was glaubst du, wie hoch bei 40 Grad, 50 Grad minus ist die Wahrscheinlichkeit und wie lange ist die Wahrscheinlichkeit, dass du am Leben bleibst? Naja, nur wenige Minuten und dann wirst du wahrscheinlich erfroren sein. Wenn du jetzt einen Eskimo nehmen würdest, ja, und würdest mit dem das Gleiche tun, die Wahrscheinlichkeit, dass der sozusagen wesentlich länger lebt und vielleicht lange genug, um wieder in sein Iglu zurückzukriechen, ist zumindest mal gegeben und wesentlich höher wahrscheinlich als wie bei dir. Und wo liegt jetzt der Unterschied? Dann sagt er, ja, der Eskimo, der lebt da oben in der Antarktis. Ja, okay, schon mal nicht schlecht. Aber wo genau ist der Unterschied? Naja, der ist das Klima gewöhnt. Auch schon mal nicht schlecht. Wird schon wärmer. Und was ist jetzt das Resultat daraus, dass es das Klima gewöhnt ist? Mehr wie du, der hier aus Deutschland kommt. Und sagt er, naja, er ist einfach mehr abgehärtet. Habe ich gesagt, sehr gut. Ja, und zudem hat er ja einfach wahrscheinlich noch seinen Fellumhang, ne? Die haben ja diese riesigen Jacken aus Bärenfellen und Biberfellen und Robbenfellen und so weiter. Also diese riesigen Kapuzen, ja, also die quasi nochmal so groß sind wie der Mensch selbst. Wie gesagt, genau das ist der Punkt. Und jetzt verrate ich dir auch, was das Ganze mit dem Thema Ablehnung und Verkaufspsychologie zu tun hat und Kaltakquise und mehr Umsatz. Ich behaupte, desto mehr Abhärtung du hast, desto mehr Umsatz wirst du im Verkauf machen. Denn wieder zurück zu unserem Beispiel, den Eskimo. Mal angenommen, du gehst jetzt jagen und der Eskimo geht jagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass der Eskimo was fängt, ist wesentlich höher wie du. Aufgrund der Erfahrung, richtig, aber auch aufgrund dessen, dass er viel länger Zeit hat. Er hält es viel länger in der Kälte aus und hält einfach viel länger durch, ist abgehärtet und hat ein viel dickeres Fell. Und genau das ist der Punkt. Es ist nämlich ganz entscheidend, dass du mit Ablehnung in der Kaltakquise umgehen kannst, ja, und ein Weg, oder zumindest, ich würde mal sagen, einer der Wege überhaupt damit umzugehen, ist einfach die Praxis und ist einfach, dass du es immer und immer und immer wieder tust und dir somit ein richtig dickes, schönes Fell wie der Eskimo aneignest über einen gewissen Zeitraum. Wenn du das letztendlich dann sozusagen dir über einen gewissen Zeitraum, dir das überhaupt nichts mehr ausmacht, ja, diese Ablehnung, ja, dieses sozusagen, dass du da teilweise ja irgendwie mit altem Gemüse, ja, mit faulen Eiern beworfen wirst sozusagen, ja, ein bisschen übertrieben gesagt. Aber es gibt schon auch wirklich harte Phasen, ja, wo du wirklich richtig schön abserviert wirst, ne, einfach Hörer auflegen, so richtig forsch, so richtig vielleicht noch ein bisschen dumm, dämlich angesprochen und so. Und da musst du einfach klar bleiben, ja, sozusagen emotionslos, ja, und das geht nur über viel Training, ja, monatelang, ja, wenn du letztendlich den ganzen Tag nichts anderes tust. Und das ist genau auch der Punkt, warum sich so viele Unternehmen entscheiden, sich hier einen Experten ranzuholen, ja, auch von extern Leute wie mich zum Beispiel, die den ganzen Tag jahrelang schon nichts anderes tun. Für die ist es quasi so, als wäre gar nichts passiert, ja. Und der Abhärtungsgrad, der Grad der Abhärtung, ja, ist so weit fortgeschritten, dass schon allein deswegen die Wahrscheinlichkeit sich extremst erhöht, einfach
viel mehr Beute zu machen. Ja, viel mehr Beute zu machen, so wie der Eskimo letztendlich Tag und Nacht irgendwie dastehen kann, ja, und auf den richtigen Moment und dann seine Fische fängt. Ja. Soweit nochmal zum Thema Ablehnung und Abhärtung, ja, was das Ganze eigentlich mit mehr Umsatz zu tun hat. Ja, mehr Abhärtung, mehr Umsatz. Und da würde es mich freuen, wenn ihr wieder beim nächsten Mal wieder mit dabei seid, wenn es wieder heißt Neukundengewinnung B2B von Thomas Klein. Abonniert meinen Kanal und Daumen hoch. Tschüss, bis zum nächsten Mal.